Willkommen zurück hier in der Wüste bei Book of Unwritten Tales und wir haben eine leibhaftige Mumie entdeckt. Eine Mumie mit einer kleinen Schaufel. Ich frage mich, ob... Mortimer? Nein, ich bin Nate. Das ist das Vieh. Ja, doch. Aber ich suche Mortimer. Da, unter dem Sand? Warum bist du nicht Mortimer? Oh, Scheiße. Ich, weiß nicht. Lauter Verrückte hier nur, oder was? Und wer... Wer bist du? Ich bin, ist die Frage nicht viel eher, wer du bist? Ich bin Nate, wie ich schon sagte. Du bist weder Mortimer noch diese Elfe, die sich für Mortimer ausgegeben hat. Welche Elfe? Das, ja, das kann ich bestätigen. So viele Leute. Ich kann mir nicht all diese Namen merken. Ich werde dich, Nate nennen. Damit kann ich leben. Ja, wer ist... Wer ist dieser Mortimer, den du suchst? Frage ich mich auch. Mortimer hat mich aus der Dunkelheit geholt vor vielen Jahren. Ich habe bei ihm gewohnt, bis er verschwunden ist. Und jetzt suchst du ihn ausgerechnet hier? Wen? Diesen Mortimer. Hast du ihn gesehen? Ich habe schon überall gesucht. Ja. Sag nicht, du hast dieses riesige Loch gegraben. Okay. Ich meine, warum hast du es gegraben? Das soll ich nicht sagen. Mir kannst du es verraten. Was ist mit dem Loch? Ja, was hat es damit auf sich? Warum hast du es gegraben? Oh, das habe ich nicht. Du warst es. Natürlich. Ich wollte nach Hause. Du stammst also aus Lorem Ipsum? Ja, es muss hier irgendwo sein. Hast du dich mal umgesehen? Hey, Lorem Ipsum! Was für ein Zufall! Ich stamme aus dieser Stadt, weißt du? Oh, Scheiße, was... Was kannst du mir über das alte Lorem Ipsum berichten? Wie war das Leben hier? Toll! Wir hatten immer gutes Wetter. Und wir bauten die schönsten Tempel mit den hinterhältigsten Fallen. Haben sie in alle Welt verkauft und damit viel Gold gemacht. Ihr habt Tempel verkauft? Mit eingebauten Fallen? Klar! Wände, die sich plötzlich zusammenschieben und jeden Eindringling zerquetschen. Hier in Lorem Ipsum erfunden. Wir hatten Zuchtstationen für Skorpione und Vogelspinnen und wir gaben 3000 Jahre Garantie auf unsere Fallen. Das heißt... Eure Fallen könnten auch heute noch funktionieren? Klar. Fallen? Was für Fallen? Er hat irgendwie Gedächtnisschwund, oder? Ich suche ein Buch. Ich habe eins gesehen. Auf Mortimers Schreibtisch liegt eins. Ich suche ein spezielles Buch. Das Buch der Toten. Ach, das ist doch nur eine Legende. In dem Buch soll unter anderem angeblich stehen, wie man Leuten ewiges Leben schenkt, indem man sie mit Mullbinden umwickelt. Pfuh. Mal angenommen, es wäre keine Legende. Wo hätte man das Buch der Toten versteckt? Ah, das Buch der Toten. Einige sagen, es sei nur eine Legende. Aber ich habe es viele Male gesehen. Ja, und wo? Es wurde ins Grabmal des letzten Pharao von Lorem Ipsum gelegt, dem verrückten Tut-Tut. Oh, mit dem zum Reden ist echt schön. Man hatte bei der Anmeldung, ja, das erklärt einiges. Und dieser Tut-Tut, der ist wo begraben? Er liegt unter einer gewaltigen Pyramide. So einer wie der da. Wenn ich es mir genau überlege, sogar genau so einer wie der da. Dann was ist glaubst die... du, warum hat hier jemand eine Pyramide hingestellt, die genauso aussieht wie die von Tut-Tut? Weil das ist, du Eumel. Wie kommt man in Tut-Tuts Pyramide? Wer ist Tut-Tut? Und von was für einer Pyramide redest du da? Na, vergiss es. Was soll ich vergessen? Macht er ja eh schon immer. Wird Mumien bei der Einbalsamierung nicht das Gehirn entfernt? Das ist komisch. Ich könnte schwören, ich hätte genau diese Frage schon einmal gehört. Oh, wahrscheinlich schon das öfters. Das möchte ich wetten.
Ich muss weiter. Und du solltest vielleicht mal für ein paar Stunden aus der Sonne raus. Ich habe keine Zeit für Pausen. Ich suche eine Stadt. Sie muss hier irgendwo sein. Oh, Mist. Okay, Die Mumie hat Lorem Ipsum freigelegt. Dafür sollte ich ihr dankbar sein, schätze ich. Trotzdem rede ich nicht mehr als nötig mit ihr. Davon bekomme ich Kopfschmerzen. Ja, verstehe ich. Okay. Also, wir müssen irgendwie in diese Pyramide hier reinkommen. Schauen wir uns mal um hier ein bisschen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die gesamte Pyramide vom Sand bedeckt war. In dem Fall müsste das alles hier mehr als 100 Meter unter dem Wüstenboden gelegen haben. Gut, und hier haben wir Vertiefung. Eine halbrunde Vertiefung. Im Inneren wurden Linien und Zahlen in den Fels geritzt. Vielleicht irgendwelche Berechnungen oder was Religiöses. Sieht von hier aus wie eine Sonnenuhr aus. Kann ich da vielleicht direkt das Schilfrohr? Das dünne Ding? Nein, kein Pfusch am Bau. Hier, Steinpodest. Ein massives Steinpodest mit einem Stück vergammeltem Holz in der Mitte. Okay. Vertiefung, Steinpodest. Keine Ahnung, was das ist. Ich wusste, dass alte Steinsäulen häufig einen Holzkern in der Mitte haben, um die einzelnen Säulenteile an Ort und Stelle zu halten. Offensichtlich hatte auch der Obelisk so eine Halterung, die irgendwann den Geist aufgegeben hat. Okay, da brauchen wir eins. Können wir vielleicht das Holzbrett nehmen? Nee, das geht gar nicht. Okay, Vertiefung. Und hier haben wir noch so einen Obelisk. Ein Obelisk? Wie alles andere muss er für Jahrtausende im Sand gelegen haben. Wahrscheinlich kommt der nachher oben drauf, oder? Hier ist noch ein Steinkopf. Einen ganz ähnlichen Steinkopf habe ich in den Nordlanden gefunden und mitgenommen. Aber er kann unmöglich von denselben Steinmetzen stammen. Wir befinden uns tausende Kilometer von den Nordlanden entfernt. Ja, stimmt. Okay, hier war noch eine Steinplatte. Die ganze Platte ist mit Schriftzeichen übersät. Hieroglyphen, etwas, das wie altzwergisch aussieht und ganz normale Zeichen. Ad vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Das ist dieselbe vergessene Sprache, in der Lorem Ipsum Text verfasst ist. Okay, die haben wir jetzt schon mal. Können wir die vielleicht irgendwie miteinander schon kombinieren? Das Notizbuch hier drauf anwenden? Nein. Da geht irgendwie gar nichts. Okay, wir brauchen irgendjemand, der sich damit ein bisschen auskennt, wohl offenbar. Da haben wir noch den Sarkophag. Ob da irgendwas? Massives Ding. Ob die Mumie ihn alleine hierher gezogen hat? Der kleine Kerl sieht gar nicht so kräftig aus. Der Sarkophag ist vergoldet. Unter normalen Umständen würde ich etwas Gold mitgehen lassen. Aber es ist etwas anderes, wenn der Bewohner des Sarkophags putzmunter ist und ihn noch braucht. Okay, da geht gar nichts mehr. Da haben wir noch die Ruinen. Der Legende nach besaß Lorem Ipsum goldene Dächer. Ich sehe nur einen Haufen alter Steine. Ja, das ist ja immer so bei diesen Legenden. Eine halbrunde Vertiefung. Im Inneren wurden Linien und Zahlen in den Fels geritzt. Ja, das ist eine Sonnenuhr. Irgendwelche Berechnungen? Nee. Ich wusste, dass alte Steinsäulen offensichtlich hat. Okay, und da gibt's. Ich weiß, dass viele Leute Pyramiden beeindruckend finden, aber was ist schon dabei? Man stapelt Blöcke zu einem Haufen. Das konnte ich schon als Kind. Vielleicht nicht so groß, aber das Prinzip ist dasselbe. Die Mumie meint, das Buch der Toten, seine ja. Grabkammer befindet sich mitten in der Pyramide. Ja, wahrscheinlich hier. Das sieht doch aus wie so ein Eingang. Aber da kommen wir wohl. Hier hat es noch eine Sphinx. Der Sand hat die Statuen über die Jahrtausende geschützt. Wären sie dem Wind ausgesetzt gewesen, wäre heute von ihnen nicht mehr als Sand übrig. Okay, hier haben wir gar nichts mehr zum Tun.
Ja, dann müssen wir jetzt schauen, ob wir irgendwas mit der Steintafel anfangen können. Beziehungsweise wir brauchen noch ein Geschenk für das Chantal. Und ja, Fee, hast du vielleicht... Hey, Fee. Übernimm du mal. Ich muss nachdenken. Oh, was kann... was kann er? Rede mit Mumie. Mortimer, du... Du bist so haarig. Schadaluka? Kein Wunder, dass ich dich so lange nicht finden konnte. Ich hätte dich fast nicht erkannt. Ach, dann ist er jetzt Mortimer. Meinst du? Na ja, wir können es ja probieren. Aber ich weiß wirklich nicht, warum da unten ein Friseur sein sollte. Okay, das bringt überhaupt nichts hier. Und ich glaube, Vieh kann auch hier nicht viel machen. Ja. Ja, TikTok, Sonnenuhr. Okay, TikTok. Aber hier haben wir keinerlei Möglichkeiten. Okay, für Tote, dann machen wir doch mal hier mit Nate weiter. Und ich würde sagen, dann reisen wir jetzt gleich mal ein bisschen woanders hin. Und zwar, ich glaube, wenn uns jemand beim Auf geht's. Übersetzen helfen kann, dann müsste es ja eigentlich im Elfenhain, woanders kommen wir eh nicht. Nach allem, was Ivo mir erzählt hat, besser wir lassen uns dort nicht ohne seine menschliche Version. Okay, Seefels können wir eh nicht hin, Altdorf und die ganzen Sachen gehen eh nicht. Also es sind eh nicht unsere Möglichkeiten, sind da begrenzt. Wir können auch nicht in die... In den Nordlanden habe ich das Vieh kennengelernt. Nette Leute da oben, Pinguine hauptsächlich. Okay, da ist noch die... Aus der Ecke kommt Wilbur. Fast nur Zwerge und Gnome leben dort. Für Menschen ist es im Weißkammgebirge... Okay, dann gehen wir in den rein. Und werden da schauen, ob wir es irgendwie übersetzen können. Haben wir irgendeine Möglichkeit noch hier irgendwas zu machen? Irgendwas muss ja auch mit dieser Dampfmaschine los. Als ich die Mary gerade neu hatte, verstand ich rein gar nichts von ihrer Technik. Heute verstehe ich mindestens doppelt so viel. Eines meiner Ziele im Leben ist es, nicht noch einmal als Gefangener an meinem eigenen Käfig zu hocken. Okay, gehen wir runter und schauen mal, ob in der Bibliothek vielleicht irgendein Buch ist, mit dem wir die Texte aus Lorem Ipsum übersetzen können. Und wenn es hier uns keiner hilft, es gibt ja auch noch Papa oben. Okay, hier gibt's gar nichts. Was ist bei Mama hier? Mutter hat recht. Können wir nichts machen. Das Flakon irgendwie auf. Puderdose brauchen wir eh fürs Vieh. Ihr eins über den Schädel hauen bringt auch nichts. Mit dem Fernhörer hier irgendwie, nein. Nochmal hier und irgendein Brett. Nee, können wir auch nicht. Dann schauen wir nochmal schnell zum Vater. Wir müssen jetzt halt irgendwie die Kombinationen hier zusammenkriegen. Und ich habe noch keine Ahnung, es gibt auch keinen Tipp irgendwie, was wir dem Mädchen irgendwie schenken könnten. Der einzige Tipp, den wir bekommen haben, was für Mädchen? Märchen, Leute sagen, oder? Das Wasser hätte heilende Wirkung. Vielleicht sollte ich ein, zwei Fass davon mitnehmen und verkaufen. Okay, können wir vielleicht... Ah, guck mal hier. Guck, dann haben wir doch ein Geschenk für die kleine Chantal. Geh nochmal hoch. Können wir mit... Bob braucht... Ja, mit ihm können wir nicht reden, hab's verstanden. Okay, dann ganz schnell wieder rüber. Wir nehmen die Karte. Und fliegen nach... Rein los. Ja...
Moment, ich kann ja erst mal. Ich hätte vielleicht erst mal gucken sollen, ob das jetzt vielleicht unser Geschenk ist. Wir probieren es zum. Wir haben noch kein Geschenk für die Kleine. Und ich will das Vieh nur so kurz wie möglich in dem Fummel. Okay, da geht gar nichts. Haben wir hier irgendeine Möglichkeit? Setze Kurs. Die meiste Kommunikation. Okay, ich habe gerade eben gedacht, das seien die Geräusche jetzt hier irgendwie gewesen. Gut. Ich glaube, wir müssen noch mal. Wir müssen, glaube ich, wirklich noch mal zu ihr gehen. Chantal, wie sieht's aus? Was ist die Lady will Ivo. Okay, was ist mit der kleinen Chantal? Hallo, Kleine. Was willst du? Geh weg! Ich muss weiter. Ja, du verfolgst mir noch die Gäste. Okay, ja, wir müssen uns bei ihr mal verkleiden. Das haben wir jetzt schon gelernt. Dann einmal, zweimal. Hi. Wir sind gerade eben neben dir gestanden. Ich hole eben dein Geschenk. Können wir als Hutmacher eigentlich auch hier drüben an die Leckereien rangehen? Die kleine Van Buren hat ein wachsames Auge auf den kleinen Snack für ihre Gäste. Solange sie hier ist, komme ich da nicht ran. Okay, da haben wir gar keine Möglichkeit. Dann schauen wir hoch nochmal zum Auge. Aber jetzt langsam gehen mir echt die Ideen aus. Wie wir dann oder was wir für ein Geschenk basteln können. Okay. Hallo? Ja, was ist denn? Jetzt, wo du im Spiegel sowieso nur noch das Innere meiner Tasche sehen kannst, kannst du mir den Spiegel doch auch einfach geben. Stell ihn zurück! Ich verpasse alles! Oh! Ich stelle Ivos Spiegel wieder zurück und gebe dir deinen wieder, sobald ich sie nicht mehr brauche. Versprochen. Nein, du machst ihn nur kaputt! Er ist einer der schönsten Spiegel in meiner Sammlung. Ich muss weiter. Ja, nur zu, hinfo. Na, okay, Schriftzeichen geht gar nicht. Mit dem Spiegel irgendwie. Nein. Mit dem Wasser. Nein. Oh, mit. Dem Hammer, nein. Mit der Blume, nein. Mit dem Rohrstock, das gibt's doch nicht. Wo gibt's hier die Möglichkeit, das Ganze irgendwie zum Kombinieren? Das ist. Da haben wir alles schon ausprobiert. Gibt's hier noch irgendwie. Moment. Glückliche Kinder, nein. Den Spiegel. Das Orakel mag es nicht, wenn man seine Spiegel verdeckt. Vielleicht versuche ich es nochmal, wenn ich die Van Burens vertrieben habe. Dann schuldet es mir einen Gefallen. Okay, also wir sind an der falschen Reihenfolge wohl offenbar. Wir brauchen jetzt als erstes dieses verdammte Geschenk irgendwoher. Und ich habe keine Ahnung, woher wir das bekommen können. Die Blume. Den geht auch nicht. Wir gehen, glaube ich, nochmal zurück aufs Schiff. Ich habe keine Ahnung. Wie ist hier? Hast du immer noch Hunger? Ja. Irgendwas sollten wir dagegen unternehmen. Dum, dum, dum. Vielleicht kann ich ihr die große Blume zum Essen geben? Nein. Auch nicht. Moment, gib dem Vieh die Steinplatte. Okay, ich bin ein bisschen ratlos, was ich jetzt machen könnte. Aber ja, das ist für mich die Chance, jetzt das Ganze ein bisschen durchzuprobieren. Wahrscheinlich. Und ja, ich hoffe, uns fällt irgendeine Möglichkeit ein.
Lorem Ipsum, das Juwel der Wüste am Fuße der drei Berge. Dieses kleine Büchlein hat mir geholfen, seine Position. Okay, ich glaube, wir fliegen doch noch mal ganz schnell in den Elfenhain. Auf geht's! In der Hoffnung, dass wir... Leinen los! Dass wir hier noch schnell irgendwie einen Text übersetzen können oder zumindest irgendeine Idee bekommen können. Ich meine, ich dachte, Chantal hier freut sich über ein bisschen Parfüm. Aber dem scheint nicht so zu sein. Und hier können wir auch nichts mehr machen. Moment. Habe ich das jetzt gerade? Ich bin... Leinen los. Ich meine, hier haben wir auch noch dieses Seil, aber ich weiß immer noch nicht, mit was ich das hier jetzt benutzen könnte. Und hier gibt es irgendwie nichts direkt. Und benutze Seil hier mit irgendwas, dass wir irgendwie den Hippogreif zum... Okay, reden wir nochmal mit ihr. Hi. Klar, hier ein... Da haben wir nichts. Können wir ihr das Parfüm geben? Nein. Da fehlt noch eine Zutat wahrscheinlich irgendwie. Und ich habe keine Idee, wie wir das kombinieren können. Das gibt's doch nicht. Hat er vielleicht noch irgendwas hier? Der Rote ist kein Kämpfer. Sonst würde er vielleicht versuchen, mit dem Kopf rauszustürmen und die von Burens zu... Schwer zu sagen, wie das ausgehen würde. Vermutlich ist es die sicherste Variante für ihn, einfach abzuwarten. Jep. Können wir mit ihm noch Hallo? Hallo? Ja, sind Sie weg? Noch nicht. Ich muss weiter. Bis später. Aber unser bis dann. Deal steht ja noch. Und zur Not gibt's da hinten vielleicht auch noch... Nee, da gibt's gar nichts. Ist das nicht die aus Little Big... ach, wie hieß dieses eine Spiel früher? Egal. Wir schauen uns das Ganze morgen einfach in einer neuen Folge an und hoffen, dass wir endlich ein blödes Geschenk für diese blöde Chantal irgendwie bekommen. Und ja, dass wir es schaffen, irgendwie in die Pyramide reinzukommen. Es sind alles gerade ein bisschen arg viele Rätsel. Aber ja, wird spannend, das Ganze auszuprobieren. Ich danke dir vielmals fürs Zuschauen und bis morgen dann. Ciao, ciao.